Keolis Eurobahn. Mit dem Namen dieses Unternehmens wird sich künftig auch die Erinnerung an einen langen und intensiven Tarifkonflikt verbinden. Am Ende steht ein EVG-Tarifvertrag, mit dem unsere zentralen Forderungen umgesetzt sind. Auf der Dankeveranstaltung in Soest war auch EVG-Bundesgeschäftsführerin Cosima Ingenschei. Und sie sagt, warum dieser Tarifvertrag ein Meilenstein für die ganze SPNV-Branche ist. Das, was die Kolleginnen und Kollegen hier geschafft haben, deshalb freue ich mich auch so, heute hier zu sein, ist natürlich nicht nur wichtig für die Kolleginnen und Kollegen, die bei Keolis Eurobahn arbeiten und jetzt ihren Tarifvertrag bekommen haben, sondern ist wichtig, dass wir einfach deutlich machen in der Branche als EVG, wir sind Tarifpartner und wir möchten unsere Tarifpolitik, wie wir die machen, mehr für alle überall durchsetzen und den Anspruch auch anmelden. Und da hat uns das natürlich hier auch geholfen. Es war ein sehr langer, sehr harter, sehr intensiver Tarifkonflikt bei Keolis Eurobahn. Insgesamt über ein Jahr, am Ende 4,5 Wochen Streik. Wie hast du das für dich empfunden? Also ich fand es sehr, da ich auch in der Tarifkommission tätig bin, fand ich es für mich sehr kollegial, auch die Kollegen untereinander, auch die Nicht-EVG-Mitglieder, die haben sich sehr kollegial und mit uns zusammengetan. Einige haben es verstanden, viele haben es nicht verstanden. Also ich fand es für mich sehr schön, auch wie der Zusammenhalt dann untereinander unter den EVG-Kollegen und Kolleginnen war, die gestreikt haben. Also da gab es keinen, der dann gesagt hat, nee, ich höre jetzt auf oder nee, ich finde es ungerecht oder sowas. Also das muss ich wirklich ehrlich für mich sagen. Gab es irgendeine Situation in diesen insbesondere 4,5 Wochen, wo ihr sagen würdet, das war für euch persönlich das Highlight? Das Highlight für mich persönlich war eigentlich das Highlight gar nicht mal diese 4,5 Wochen Streik, sondern war ein Warnstreik vor diesen 4,5 Wochen, wo wir es also mit 2 Mann geschafft haben, mal eben eine komplette Frühschicht lahmzulegen. Und dann im Bahnhofsgebäude steht mit diesen Westen, wir streiken. Und die Fahrgäste kommen und zeigen nur den Daumen nach oben. Das war schon eine Geschichte, die viel Mut gemacht hat. Ja, von sowas kann man dann am Ende auch zehren über den gesamten Streik hinaus. Ne? Wenn man dann am Anfang schon feststellt, dass es Fahrgäste gibt, deren Zug ausfällt, weil wir ihn halt nicht fahren, aber die dennoch nicht mit Beschimpfungen reagieren, sondern sagen, okay, ne, ich wünsche euch alles Gute, dass ihr alles erreicht, was ihr wollt. Für mich das Highlight war jetzt nicht direkt in den 4,5 Wochen, wo wir gestreikt haben, sondern für mich war die Fahrt nach Paris, der Zusammenhalt auch in Paris mit den französischen Kollegen, wie wir aufgenommen wurden in Paris. Die Fahrt hin, die Fahrt zurück, also das war für mich das Highlight in dem Tarifkonflikt. Als zusätzliches Highlight denke ich also die kleine Demo vor der Zentrale in Düsseldorf am 17. war das, glaube ich. Das fand ich auch noch recht beeindruckend für mich, weil es für mich auch in meinen etwas älteren Jahren das erste Mal war, so eine Premiere. Fand ich ganz, ganz toll. Warnstreiks oder Streiks generell dauern manchmal 2, manchmal 3, manchmal 5 Stunden, in dem Fall 4,5 Wochen. Was hat euch angetrieben, wirklich so lange durchzuhalten? Wir haben gemerkt, dass die Solidarität unter uns immer größer wurde. Der Zusammenhalt wurde immer, immer stärker, weil wir einfach für alle für die gleiche Sache gekämpft haben. Typisch für diesen Arbeitskampf war die große Solidarität innerhalb der gesamten EVG. Es kamen Bekundungen, Solidaritätsbekundungen, es kamen Geschenkpakete, es gab sogar Geldspenden aus anderen Betriebsgruppen. Wie bewertest du dieses? Ja, genau, dass eben allen bewusst war, dass das wirklich ein Meilenstein auch für uns ist, was bei Keolis Eurobahn passiert ist, dass also unseren Kolleginnen und Kollegen der eigene Tarifvertrag verwehrt wurde und dass wir das nicht akzeptieren. Und da natürlich die Solidarität ganz, ganz groß war, was ich toll finde, was wichtig ist, was eben aber auch zeigt, was für ein wichtiges Anliegen und berechtigtes Anliegen das war, wofür die Kolleginnen und Kollegen sich eingesetzt haben. Ich fand total toll, die Fahrt nach Düsseldorf, die Atmosphäre dort zu genießen, so viel Unterstützung auch von anderen zu bekommen, von anderen Betriebsgruppen, von der DB. Also das war wirklich ergreifend, dass auch so viele hinter uns standen. Und am Ende hat sich die Sache ja auch wirklich gelohnt.